Merci, Herr Präsident. Kompral, schau ich mal ein bisschen an das Thema. Allesen, wenn du nicht so an den Kreisern wärst, dann würde ich dort kennt dies nicht. Das ist aber ein ganz interessantes Projekt, muss ich sagen. Wir haben festgestellt, dass der richtige Weg ist, für verschiedene Leute eine zweite Chance zu geben. Wenn sie an der Schule hier Probleme hatten, kann Kompral zum richtigen Weg vorbereiten, für an der Armee hier zweite Chance umzupacken. Das ist aber so, die Überraschung der Schwänisch, wir hätten uns aber auch gerne, oder wir gingen uns wünschen, dass Kompral auch verstärkt auf die digitale Einzelkompetenzen setzt, wenn wir wissen, dass an der Armee Projektwerte kommen, für das digitale Kompetenzen, sehr wie mit Drohnen oder anderen Computern, muss verstärkt gehen. Ein bisschen überrascht sind wir über die Ankündigung gewirrt vom Herrn General, dass schriftlich Tester gegen aufgeschafft gehen und das ganz durch psychologische Tester Ersatz soll gehen. Du hast natürlich die vorgestellt, wie dann mit der Kompral weitergeht, wo mir aber du gesehen, dass so oder so Kompral einen Mehrwert durchstellt. Auch wenn er nur kein Test du hast, kann sie einfach nach einer Kehr Qualität von der Armee stärken, ihr die Leute dann nur an hier Musterung gehen. Die andere Frage, die wir als Gestalt tun, und du kannst den Herrn Minister als vielleicht nur eine Antwort geben, als für was das Rekrutement am Moment ob die EU-Bürger limitiert das. Für uns Piraten können da über die Ouvertüre schwätzen bei der Armee, dass sie hingehen und sie den mehr limitieren, nicht nur auf EU-Bürger, wir waren Briten oder Schweizer, auch sind 3 Jahre, wo ich heim muss leben, 3 Jahre heim lebt. Ich weiß nicht, was da gegen verhindern, dass die sich an der Armee gegen engagieren. Und der zweite Punkt, dass beim Rekrutement, wird man ein bisschen nur abgestoßen als den Alter. Am Ende so bis 26 Jahre kann ich bei der Armee gehen. Ich weiß nicht, ob ich mit 27 Jahren nicht mehr fit genug wäre. Dafür haben wir auch dementsprechend eine Motion mitgebracht, dass den Alter, weil das für uns eine Diskrimination durchstellt, dass ich denke, soll ich über den Alter diskutieren, weil mit 27, 28 oder zu gehen, verschiedene Leute nach mit 40 mehr fit sind wie andere mit 20, aber ich nicht will hingehen an das Rekrutement abmachen für Leute über 26. Merci. Der zweite Punkt, wenn Kompral die Leute gut vorbereiten und sie dann durch die Armee mit guten Noten und einer guten Ausbildung nur auf den Berufsmarkt kommen, sind wir auch der Meinung, dass ihr sollt hingehen und so, dass in der beim Staat rum verschiedene Prioritäten und ein gefälltes Projekt immens gut für das Chamber soll an diese Formationen mit beschützt gehen, weil auf einer Seite stellt ein Entlastung für als Polizei, auf der anderen Seite braucht eine Armee neben den Auslandsansatz und eine berufliche Perspektive, wo man Soldaten bietet, weil Soldaten, wenn sie sich für die Armee entscheiden müssen, dann müssen sie nur auch eine Sicherheit tun, auf welche Weg das hier beruflich Karriere geht. Aber für mehr Leute von der Armee, für zu bereden, ging mir als Wünschen, dass, wie auch schon angeklungen ist, dass an der Liste in am Vierhaus ein gewisse Filiär ging auf Berufe mit Uniform vorbereiten. Da kann ich überzeugen, diese Armee-Police an die verschiedenen diskutieren. Allgemein steht Piraten immens positiv zum Kompral. Wir gingen also auch wünschen, dass nur ein Pilotprojekt den Kompral ging weitergefeiert ging an ein kleines Wirtchen zur Armee. Piraten stehen auch positiv zur Armee, aber wenn sie zu Friedensersatz und zu Höllesersatz angesetzt wird. Merci. Merci vielmals, Herr Görgen. Regierung mit Brot. Der Verteidigungsminister François Bausch.